Was? Hey, hab. Ich glaub, Hälfte ist immer sehr lang. Wenn ich kürzer testen würde, hätte ich weniger Geduld und dann würde ich denken, oh, ist nicht schaffbar, ich ändere es um, aber das ist wohl nicht der Fall. Manchmal teste ich den Stage auch 2 Stunden. Mal schauen, welche am Deep Stage am wenigsten Bock hatte. Jetzt bleib ich links. Ist doch besser so. Mal ernsthaft, ich meine, ich kenne gerade von sadistischen her nur einen, der nochmal so genauso sadistisch ist, und das ist einer, der mir tatsächlich Hex schicken wird. Und wer? Der Rapido. Also. Also der arbeitet gerade in dem Super Mario 64 Hack. Und ich weiß das. Ich hab schon gesehen, wie der Super Mario 64 Hack ist, ja. Und hat mich halt gefragt. Ich hör den schon. Hat mich halt gefragt, Super, du willst auch Super Mario 64 Hex haben? Willst du sterben? Ich werde Flashman vielleicht später aktivieren. Wenn ich ihn jetzt nicht aktiviere, werde ich verreckt. Ja, das stimmt. Ich würde ihn am liebsten später aktivieren. Dann müssen wir erstens und zweitens den üben, dann kannst du ihn später aktivieren. Aber ich sag mal so, ich sag dir schon mal vorab, der zweite Screen ist der krankeste von allen, das ist das knappeste von allen. Ja, okay, und der vierte, meine ich, ja, den Spring. Der zweite und der vierte, das sind, glaube ich, die schlimmsten Screens. Ja. Der letzte Screen ist auch immer lustig. Ein bisschen trollig, ja. Tja, wie gesagt, Rapido hat dieses Date schon geschafft. Da hat er noch kein Item gehabt. Noch kein Fritzstopper. Kannst du dir sicher vorstellen, wie scheiße das ist. Nicht so weit weg. Das war, glaube ich, schlecht, ja. Ja. Und das ist jetzt weg. Du darfst niemals da links runterspringen, wenn du keinen Fritzstopper hast. Du bist rechts und auch so rechts, dass du nicht auf der Plattform landest, dass du durchfällst. Und auch aufpassen, dass der gut durchfällt, weil sonst hält Mega Man die Hände noch in die Laser rein. Ey, du musst am Ende von der Rechte, wenn du nach rechts läufst, musst du dann am Ende noch springen. Aber auch nicht zu weit nach rechts, weil du springst den Laser rein. Ja. Und ich sage immer noch, dass Simon der größere Sadist von uns beiden ist. Bisher ja. Ich kann nur nicht rechnen mit meinem Rechenbrett. Hab mich verrechnet. Kann jeder, du bist wieder links runtergegangen. Links ist der Tod. Ich würde gerne mal sehen, wie Funk sich beim Spiel anstellt. Ob Funk das stoppen würde? Tja, das ist eine gute Frage. Kannst du mir mal schicken, du schaust doch mal Funk. Du, ganz ehrlich, ich glaube, der würde einfach nur seine ganze Einrichtung zerdeppern. Bin ich nicht ganz übel übermüdet? Ich glaube nicht, dass das was mit Müdigkeit zu tun hat. Nein, ey. Toll.
Im Mega Man 9 könnte man diesen Strahler kaputt machen. Mit Concrete Shot rein, dann sind die gelähmt und dann mit Laser Trident. Dann sind die kaputt. Da gibt es auch solche Strahler, aber egal. Ja, die kann man mit dem Concrete Shot versteinern. Ja, und dann mit dem Laser Trident von Splash Room kannst du das noch zerstören, wenn das versteinert ist. Okay. Damit kenne ich mich nicht aus. Du weißt es gerade auch, wo so mal Spoilers. Ist doch egal. Hatte ewig da eigentlich vergessen, bis wir das mal. Das wollte ich auch sagen. Ich meine, wie viele Zelda-Teile kommen bitte davon noch, davor noch und wie viele Parts haben die? Du hast ja sogar den Troll bei Mechtigman vergessen. Ja, eben. Mein Gedächtnis ist nicht toll. Ich würde halt Flashman ausrüsten und in dem letzten Moment zünden für den Fall, das ist irgendwie. Aber ich würde es jetzt nicht beim Fall ein ausrüsten, weil dann ist es spät. Oder Flashstopper. Oder Tod Failure. Pausenmenü ist ganz schlecht bei diesen Time-Stop-Dingern, weil die kosten Zeit, ne? Das kostet Zeit. Und Zeit hat man hier nicht. Das ist wohl wahr. Ach, warum mache ich nicht einfach? Komm schon mal die Tastatur her, ich glaube, die werde ich öfter brauchen. Also du hast Bubble Man geschafft, da wird jetzt gleich auch Pikmin schaffen, aber ich bin nicht sicher. Das ist die schwerste Stage. Von den 8 Brotmastern bin ich der Meinung. Findest du Pikmin schlimmer als Bubble Man? Weil Bubble Man kannst du die dazu drücken. Ja, okay, wenn man so sieht, ja. Ganz vielleicht. Also ohne Items würde ich Bubble Man schlimmer ansehen als Pikmin, aber so. Er hat Bubble, also ohne Items hätte Bubble Man einen viel größeren Trollfaktor wegen dem ersten, dem letzten Sprung halt. Die lässt sich ganz hier noch mit Schaden überbrücken. Töten und jetzt kannst du mit dem Item rüber. Aber weiß der schon. Und nochmal springen, das ist doch noch. So. Nicht mehr laufen, einfach springen jetzt. Genau. Ich würde jetzt wieder den Flashman ausrüsten, schon vorher. In Fall der Fälle, dass man was nicht läuft wie geplant. Damit du wenigstens ein bisschen mehr Chancen hast. Da wäre ich doch im Flashstopper voll. Das stimmt. Der war vorhin nicht hier. Ja, du hast ihn gerade reingeklitscht, indem du nach links und rechts gegangen bist. Yay. Normalerweise sind die nicht da, das stimmt, aber die sind normalerweise da, wenn du den anderen Weg gehst und nicht stirbst und von ihnen gespawnt wirst. Also Steven, ich sag mal so, du könntest ja eigentlich beim... Nein, ich nutze kein Self-State. Nee, weil du könntest ja bei den Gegnern Leben farmen. Aber wenn du zu viel... du ihm ständig Safe-State aufdrücken willst. Nö, das wäre nun ehrlich Safe-State gewesen, aber er will nicht, okay. War nur ein Vorschlag, mir ist das egal. Ich lach so oder so hier gerade ein bisschen. Der ist schon wieder da. Ja, weil du kurz nach links geguckt hast. Ja, eigentlich könnte ich bei dem farmen, stimmt. Theo praktisch. Hat Rapito sich eigentlich sehr aufgeregt, als er die Stage hier gemacht hat?
Wenn du willst, dass sich die Leute aufregen, dann bist du bei Rapid unter der falschen Adresse. Okay, stimmt, der bleibt immer ganz ruhig, ne? Der hat Spaß gehabt an der Stage. Meinst du ironisch oder ernst? Das meine ich ernst. Der hat gelacht. Okay. Der freut mich, dass er Spaß hatte. Der hat sich wenigstens einen die Stage Spaß gemacht. Weißt du, der hat das gemocht, dass es in der Stage Nervenkitzel gibt. Gute Nacht. Okay, gute Nacht, Cosmosune. Ich wusste nicht, dass es Nacht heißt. Jo, gute Nacht. So. Ach, jetzt ist dunkel. Wie willst du im Dunkeln? Ja, ich zocke auch im Dunkeln weiter. Ich habe per Gedankentrick das Licht ausgeschaltet. Du bist ein Jedi. Solange aber nicht gleich bei den Lasern wieder das Licht ausgeschaltet wird. Boah, wenn ich jetzt fahren würde, könnte ich hier weitermachen. Also sag mal so, ein Test ist dir erlaubt, aber mir ist es egal, du musst keins machen, mir ist es scheißegal. Eigentlich ist es ja deine eigene Einstellung. Möchtest du den Test setzen, siehst du es dann damit an, dass du den Test setzt oder nicht? Weil ich meine, ich bin der Meinung, du wirst sowieso mit der Zeit irgendwann aufgeben, bei der dritten Wily Stage, da, dass du dann anfängst, Test zu setzen. Und bin ich mir auch zu 95% sicher, dass es der Fall ist. Sorry dafür, dass ich jetzt eine zweifle, aber das ist auch nicht mehr normal. Also zu 95% wird das Safe-Set nutzen. Verdammt nochmal. Ich werde es aktivieren, so. Recht aktiviert. Ich hab's direkt in den Laser reinrennen, das hat mir noch schlecht aber gespart, aber egal. Kein OP, was soll denn das jetzt? DQ? Irgendwie kann das sein, dass der Chat manchmal langsam ist mit OP verteilen. Wer ist denn Seku eigentlich? Mein Bruder. Achso. Ja, also... Oh Mann. Ja, eigentlich... Jetzt muss ich durchspringen. Ganz direkt drüber springen. Sprung durchziehen drüber. Brauchst du ein paar Item, aber egal. Du brauchst Item eh nicht mehr, also kannst cool. Du das doch. Welches Spiel eigentlich, Ist das ätzend? Ach, da rechts runter, ah oh, ja. Dann könnte ich schaffen, genau. Okay. Es ist eigentlich ein Safe-Stick. Ich habe ja bloß die Aussage gemacht, wer es ohne Safe-Stick schafft, der wird natürlich deutlich besser Mega Man sein. Das nehme ich auch nicht zurück, weil wenn du den Hack hier komplett ohne Safe-Stick durchspielen solltest, was ich stark bezweifle, dann wäre es lächerlich, wenn du nochmal irgendwo Probleme mit Mega Man 2 hast.